Hallo Freunde, ich bin's wieder, euer Groschi. Wie ihr sehen könnt, er ist endlich da. Der Chef. wie ihr schon sehen könnt oder auch schon auf dem Thumbnail sicherlich gesehen habt, Prime One. Die erste Figur aus der Herr der Ringe-Reihe. Kein geringerer als Sauron höchstpersönlich. Hier Maßstab 1:4 in der Deluxe-Edition. Das heißt, das, was den ganzen Deluxe macht, ist das hier. Zeig ich euch gleich noch in Ruhe. Wie ihr sehen könnt, einfach unfassbar. Also, boah, also Hut ab, Prime One. Bin mittlerweile ja nicht mehr, bin immer ein bisschen zwiegespalten in der jüngeren Vergangenheit, was Prime One betrifft, wegen der aktuellen Preisentwicklung vor allem. Aktuelles Beispiel: Pattinson, Batman, Quarters, Third Scale, also 1:3, aber nur halt also Museumspose, kostet mal eben 500, 600 Euro mehr auf dem deutschen Markt, als was ich für ihn hier bezahlt habe. Ich muss auch dazu sagen, der ist vor 3 Jahren angekündigt worden. Ich habe ihn vor über 2 Jahren vorbestellt. Dementsprechend ist das auch nochmal, die Vorbestellerpreise waren quasi vor dieser ganzen, oh ja, der ist so groß, dass er mich berührt, vor der ganzen Preiseskalation bezüglich Pandemie und so weiter. Aber nichtsdestotrotz, ja, Prime One hatte ja auch euch gesagt gehabt, ich hatte ja mal die Herr der Ringe ganz alle vorbestellt, habe ja alles wieder abbestellt gehabt. Hier davor kam ja der Balrog vs. Gandalf schon raus. Da muss ich sagen, bin ich auch froh, dass ich ihn abbestellt habe, weil da die Bemalung echt so moi ist. Da kommen wir auch gleich zu sprechen, weil das ist ja auch so ähnlich. Die haben ja diesen Leuchteffekt von dem Balrog schon mit bemalt. Aber bei dem wirkt, die haben das halt also einfach mal so sandfarben draufgeklatscht. Hat mir gar nicht gefallen. Bin ich auch wirklich froh, dass ich ihn abbestellt habe. Der hier ist wirklich eine andere Hausnummer. Also gefällt mir schon deutlich besser. Also was ist deutlich besser? Der ist Weltklasse. So viel schon mal vorweg. Nicht makellos, darüber werden wir auch sprechen. Aber schon sehr, 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 sehr gut. Noch kurz dazu, noch genau gestern oder vorgestern, wo ich das jetzt gerade aufnehme, hatte Prime One bei Instagram auch ein Bild geschickt von Aragorn aus der Fabrik. Und da muss ich sagen, ich weiß nicht, ob es aus der Entfernung lag und vielleicht ist es auch bloß eine olle Handykamera, mit der sie das fotografiert haben. Aber den hatte ich ja auch vorbestellt, hatte ich ja auch eigentlich Lust drauf, wegen der Armee der Toten unten als Base, ziemlich cool. Aber ja, also das Likeness ist halt schon nicht gut auf dem Foto. Ne? Also das war ja so schon jetzt nicht unbedingt da so der ultra krasse Viggo Mortensen in dem Headsculpt, aber der Headsculpt, wie jetzt gerade da in dem ersten Bild aus der Fabrik ist, puh. Naja, ich kann euch ja das mal zeigen auf Insta oder sowas, oder schaut mal selber nach. Naja, egal, das ist, also ich schweife ab, deswegen bin ich halt wirklich froh, dass ich den hier nicht abbestellt habe. Bei allen anderen muss ich mal schauen. Mittlerweile ist ja die Herr-der-Ringe-Lizenz auch extrem weit verbreitet. Ganz viele Hersteller machen das ja auch. Ihr kennt ja zum Beispiel Pure Arts, der T-800, der Joker, die Joker-Maske habe ich ja schon von Pure Arts. Die haben ja jetzt vor wenigen Wochen auch Sauron angekündigt, 1:1 lebensgroß, sein Helm auf einem Standfuß, der Barad-dûr ist, also der Turm von Sauron mit Beleuchtung, unfassbar cool, auch wieder wie 2:1 sozusagen. Ich überlege schon, ob ich mir den noch vielleicht dann doch nächstes Jahr, wenn der rauskommt, gönne, weil die, glaube ich, die beiden zusammen so separat auf einem Standbein oder so, also oder auf einer Anrichte oder wie auch immer man es nennen möchte, da, das wird, glaube ich, Weltklasse. Danke, aber ich schweife ab, genau. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich habe über Prime One kurz gemeckert, aber ja, wir sind ja heute nicht zum Meckern hier, sondern zum Sauron feiern. Wie ihr seht, ist Film Sauron aus der Herr der Ringe-Reihe, hatte ja letztes Jahr 20-Jähriges gefeiert, ist vom Design her so ein bisschen halt Best-of, so eine Kreuzung aus dem Film Anfang, also aus der Schlacht und Schicksalsberg, so eine Mischung, wie ihr schon sehen könnt. Unfassbar groß, dementsprechend würde ich euch mal, habe ich diesmal auch, wie ihr schon seht, ja schon zusammengebaut, habe diesmal das nicht in einem Take geschafft, weil das ist einfach, die Kartons sind so unfassbar groß und so weiter, die habe ich ein bisschen was vorgedreht und das würde ich euch jetzt gleich mal zeigen. Und zwar geht es los mit dem Unboxing. Ihr seht, kommt wie immer in den typischen Prime One Kartons, also den normalen Schippern, den braunen Riesenkartons. Wie ihr seht, sehr cool, muss ich sagen, zwei verschiedene Box-Designs sozusagen. An der Seite, ich habe die euch ja einmal rumgedreht, zweimal Sauron natürlich, aber andere Hintergründe und an der Seite so ein paar Infos. Die dicke Box, Box B, da ist schon, um euch mal Spoiler-Alarm, ist der Standfuß drin nur. Und in der schmaleren Box, die ihr da gerade seht, also die braune Box, da ist Sauron mit allem drum und dran drin. Beziehungsweise in dem Box B war dann auch noch ein Teil von dem Deluxe, quasi von dem Finger und dem großen Ring. Ich habe euch hier noch kurz ein bisschen Zeitraffer sozusagen, weil wie gesagt, sonst wäre das jetzt hier so ein 60-Minuten-Video geworden. Ich habe erstmal natürlich schlauerweise die Box B ausgepackt, die große dicke, da ist wie gesagt theoretisch nur der Standfuß drin, plus in dem Fall, weil ich ja die Deluxe-Version habe,
die Platte für den Finger von Sauron samt dem Finger. Wir sehen das quasi dann wirklich, das muss ich, kann ich gleich mal erwähnen, jetzt gerade hier, wenn wir uns das Unboxing angucken. Es ist halt schon wirklich, das ist wirklich mal eine richtig coole Deluxe. Also nicht nur irgendwie ein Zusatzkopf oder mal noch ein Austauscharm oder sowas, sondern das ist wirklich quasi wie eine zweite Sammelfigur oder wie eine zweites, ja, wie ein Zwerg, das ist schon, ja, eine zweite Sammelfigur, kann man so stehen lassen. Ist einfach so richtig, richtig, richtig cool. Das gute Stück ist übrigens in der Variante als Deluxe-Version auf 1000 Stück limitiert gewesen, also für eine Deluxe oder für so eine Special Edition schon eine recht hohe Auflage. Aber Weltklasse, wie gesagt, ich habe hier die Nummer 390 bekommen. Auf dem Boden von dem Finger war auch nochmal aufgedruckt, da ist die Limitierungsnummer nicht drauf, glaube ich, soweit ich mich erinnere. Aber nee, ich habe mal, ich schaue ja gerade noch mal kurz, nee, da ist nicht drauf, aber wie ihr schon seht, auf der Baseplate ganz klassisch ist natürlich unten nummeriert. Die Ringgravur auch unten nochmal auf die Baseplate gedruckt. Genau. Hier ganz kurz, wie ihr gesehen habt, eingepackt in Butterbrotpapier quasi wie immer. Und jetzt aber hier eine kurze Einstellung, ein bisschen, also eine längere Einstellung nochmal die ganzen Einzelteile. Die Box A war quasi auch zweilagig, wie ihr seht. Sehr, sehr, sehr viele Teile, die da zu machen sind. Genau. Und das Weitergehende dazu, um das jetzt gleich erstmal noch rüberzunehmen, habe ich euch nochmal einen anderen Blickwinkel gestellt. Habe da jetzt auch den Zeitraffer angeworfen, deswegen das seht ihr jetzt auch gerade hier. Genau, das Zusammenbauen. Das ist jetzt, geht jetzt relativ schnell, muss dazu sagen. Hat ein paar Ecken und Kanten, habe ich ja zum Anfang schon gesagt, was zum Beispiel schon mal ist, die Keys und Keyholes, wie es ja in Neudeutsch heißt, also so die, da wo der, also die Erweiterung, der Metallstab, wo die Füße in die Base müssen, die hauen nicht hin. Also die kommen nicht rein. Ich habe es probiert, ich habe es schon nachgedrückt, das sieht man hier in dem Zeitraffer nicht so. Aber ich wollte auch nicht zu sehr drücken, aber die passen nicht direkt rein. Man sieht so weit nicht, aber ich zeige euch nachher mal noch ein paar Fotos, die ich gemacht habe. Man sieht, wenn man darauf achtet, dass die Füße so ein bisschen in der Luft hängen. Ansonsten, wir ja, ihr habt sehr, sehr viele Einzelteile. Das nächste waren dann halt die Knieschoner und die Platten an den Knien. Was jetzt hier gerade mich sehr auffällt, und deswegen habe ich einen Zeitraffer angemacht, die ganze Aktion hat mich eine knappe halbe Stunde gedauert. Ich habe euch das jetzt hier so auf 2,5 Minuten eingedampft durch den Zeitraffer. Das größte Problem ist wirklich hier dieser Lendenschurz. Das ist ein richtiges Kettenhemd. Das sind zwei Teile, einmal vorne, einmal hinten. Die muss man so grob reinschieben. Und das Problem ist, die muss man hinten mit kleinen Ösen einhängen. Da kann ich euch vielleicht dann auch nochmal ein Foto machen für Instagram oder sowas, wenn es euch interessiert. Aber das ist wirklich frickelig, ne? Also das ist sowas, wo ich sage, das war echt nicht. Also ich habe es vor Karton reingehangen und ich habe mich halt auch nicht getraut zu schieben. Es steht auch überall in der Anleitung. Und auch in der, es gibt auch ein Video von Prime One, das so ein Unboxing ins Assembly-Video, das habe ich nebenbei auch noch laufen gehabt, wo die extra darauf hinweisen, ganz vorsichtig machen und so weiter, weil wir auch nichts kaputt machen. Und ich habe es echt, ich weiß nicht, ich habe 6, 7, 8 Anläufe gebraucht, habe diverse Varianten versucht mit dem Reinhängen, also dem Einhängen dann und dann das Reinschieben, weil wie gesagt, man will ja nichts kaputt machen. Ist Mixed Media, kann ich gleich erwähnen, seht ihr ja auch. Also das sind halt nicht alles Pulli, ist nicht alles Pulli-Stone, das ist halt auch ein paar so, fühlt sich ein bisschen an wie Plaste. Wo ich jetzt drüber hinweggegangen bin, genau, weil ich ja das Video Zeitraffer ist, das allererste, was man macht, unten sind ganz viele, das zeige ich euch auch gleich nochmal gerne, da könnt ihr ein bisschen euch selber anschauen. Die Kleinigkeiten, so, die Details und die Core-Sachen auf der Base, das sind nochmal Helme, Schwerter und alles Mögliche, aber auch sehr, sehr cool. Da ihr seht, das Cape ist, sein Umhang ist wieder betreten, das heißt, man kann es posieren, da bin ich überhaupt nicht so der Fan von, das ist immer ziemlich. Bin ich immer sehr ungeduldig, sagen wir es mal so. genau, die Arme waren einzeln, da muss ich auch sagen, das ist zum Beispiel auch sowas, noch so ein Kritikpunkt, den wir schon mal erwähnen können. Der Magnet in den Händen, nicht so stark, muss ich sagen. Und was auch jetzt gerade auch schon zu sehen war, es geht jetzt schneller, als wie ich reden kann, aber das können wir gleich euch nochmal zeigen. Genau, das war's schon. Die Schulterplatten, da passen die auch nicht so richtig, passt das nicht so richtig rein. Also. Aber das sind so Kleinigkeiten, sieht man von beiden. Ich habe ein paar Fotos gemacht, die blende ich euch nachher mal ein. Und dann könnt ihr dann also was ich nachher, also ihr kommt jetzt gleich mal an, könnt euch das in Ruhe ein paar Details erstmal anschauen, dann gucken wir uns das zusammen mal von nahen an und dann sprechen wir nochmal über die anderen Sachen, genau. Deswegen, in dem Fall Sache würde ich sagen, kommt mal ran, schaut euch mal ein bisschen von näher an, sprechen wir den mal zusammen noch ein bisschen im Detail durch. Fangen wir wirklich jetzt mal hier nochmal mit dem Deluxe gleich an. Wie ihr seht, das Spezielle an dem war halt jetzt hier war der Ring, der eine Ring in Sauron-Größe als Bonus dabei. Mit einem separaten Aufsteller, klassische schwarze Baseplate, so Museum-Style, wie man das schon immer schön kennt. Und der Finger, was wirklich spannend ist, ist halt, er ist hier auch mit einem Magneten verankert. Hier, er passt auch nicht drauf, aber das habt ihr vielleicht im Zeitraffer auch gar nicht so gesehen. Man sieht hier eine kleine Kante, das ist aber gut überdeckt, weil hier ist auch nochmal ein Magnetverschluss und so kommt man quasi an den Ring ran. Also eine ziemlich coole Idee, weil ich überlegt hatte schon immer, wo die den angekündigt haben, wie sie das machen sollten. Und wie ihr seht,
Das ist schon ein richtiges Kaliber und der ist auch richtig, richtig schwer. Also das ist Metall, der ist echt schön gemacht in dem Video von, jetzt sind ja schon meine Fingerabdrücke drauf, in dem Video von Prime One haben die nochmal so Schwarzlicht angemacht, dass das dann auch die Schrift so ein bisschen quasi fluoresziert. Ihr seht, hier wiederum ein sehr, sehr strammer Magnet drin, wer weiß. Und hier auch ein starker Magnet. Das ist halt das, was das Deluxe ausmacht, das finde ich Weltklasse. Ne? Das ist halt wirklich nochmal was separat, das kann man separat hinstellen, wirklich eine eigenständige Figur in der Qualität. Sieht man ja auch wirklich dann hier überall noch Styropor, muss ich sagen, das ist flog vorne hier überall rum. Weltklasse, dann genau, um noch hier euch zu zeigen, die Aufbauanleitung. Sieht man nochmal schön die Einzelteile, die Prime One da macht, so ein bisschen dickeres Papier. Hier die Aufbauanleitung, einfach mal bis darunter 35 Schritte plus dann halt noch die Deluxe-Sachen. Und wie immer bei Prime One noch so ein bisschen Werbungssachen. Ghost of Tsushima, der Jin Sakai, Baldur aus God of War, Daenerys Targaryen, wo wir wieder gerade beim Thema schon mit Gandalf waren, die fand ich damals auch sehr spannend, aber da finde ich das Likeness auch nicht so toll, dafür, dass die auch unfassbar viel Geld gekostet und ich habe auch von Sammlern gesehen, dass die Drachen auch teilweise zerbrochen angekommen sind, auch nicht so. Und Guts von Berserker, von der Anime-Reihe, also so ein bisschen Werbung, typisch Prime One. Genau. So, kommen wir jetzt aber mal zum Allerwichtigsten. Fangen wir ganz unten an. Ich drehe noch mal kurz her. Die Base ist unfassbar cool gemacht. Also, wenn ihr das seht, unten so Kupfer-Style, wieder die Ringgravur, also so ein bisschen so der Herr der Ringe-Ring-Style. Was ich wirklich spannend finde, ist halt die Kupferfarbe, dieses Verwitterungseffekt ist sehr schön gemacht. Und wenn ihr mal schaut, was ich richtig cool finde, ist die Patina, ne? Die grüne Patina, die Verwitterungseffekte, gerade in dem Bereich von der Schrift, da haben sie sich richtig, richtig Mühe gegeben. Also das finde ich wirklich klasse. Dann einen Schritt weiter höher ist halt die Lava. Da weiß ich schon, habe ich am Ende schon ein bisschen mitgelesen. Man ist ja auch in Foren unterwegs und so weiter und so fort. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister dran. Ich habe schon jetzt öfters gelesen, der Begriff comichaft ist im Internet öfters gefallen. Ja, ist jetzt klar, das Problem ist aber, das haben wir schon seit Jahren als Sammler, wenn ihr auch schon länger dabei seid. Feuer, wenn man es nicht so transparent, semi-transparentes Material verwendet, sondern halt wirklich Polystone oder diesen Kunststein, Polyresin, wie auch immer man es nennen möchte, bemalt ist es immer schwer, Feuer darzustellen, nur mit Rot, Orange und Rot, und Gelbtönen. Und da finde ich das halt schon wirklich gut. Und das sind wir schon beim nächsten Schritt. Diese quasi, das ist, leuchtet ja, dieser Beleuchtungseffekt auch von hier unten. Und von hier seht ihr schon, dass der nach oben hin natürlich weniger wird. Deutlich filigraner oder deutlich abgestufter gemalt, als wirklich, was ich schon sagte, bei dem Balrog versus Gandalf-Diorama, wo es wirklich nur so ein bisschen lumpig hingeklatscht ist, um es jetzt mal salopp auszudrücken. Dann kommen wir schon, was ich sagte, das habe ich gerade bei dem Video übergangen. Ist eine unfassbar große Base. Wir messen ihn dann auch gleich nochmal aus. Das ist wirklich krass. Die Details sind wirklich schön. Also hier der Stein und so weiter, klar, da ist vielleicht, könnte man sagen, okay, die Effekte oder der Paintjob ein bisschen flach vielleicht, aber wenn ihr schon mal hier seid, einmal. Die Schädel zum Beispiel sind übelst cool. Also, das sind wirklich, finde ich, sehr, sehr, also sehr schön gemacht. Und jetzt sind wir auch hier genau das, was ich sagte. Das sind ja so diese Sachen hier, zum Beispiel der Brustpanzer von Gondor zum Beispiel. Wenn ihr mal schauen wollt, das Eingedellte, auch der Verwitterungseffekt, das ist halt jetzt hier auch nur irgendein Plastematerial und sowas, aber das ist schon okay. Aber die Details sind da wirklich klasse. Auch die Schwerter hier, die sind wiederum Metall. Wenn ihr da mal schauen wollt, dass die Modellierung da am Griff beispielsweise und die verschiedenen Farben, Nuancen da vom Griff hin zu dem abgebrochenen. Das ist ja gut, der Übergang hier ist farblich ein bisschen, hätte man vielleicht hier nochmal ein bisschen Unterschied machen können zwischen dem Griff und der abgebrochenen Klinge. Aber ansonsten finde ich das trotzdem schon richtig cool. Es hat ja auch mit dem, ist auch schon mit dem Magneten hier. Was zum Beispiel aber auch noch ist, da nochmal beim kleinen Kritikpunkt, da können wir gleich nochmal hier hinter drehen. Es wird hier so ein bisschen halt von dem Cape verdeckt, was unfassbar groß ist. Genau, ihr seht schon, das Schwert hier, da hatte ich auch Probleme, das reinzukriegen. Also hier unten der Aufnahmepunkt in der Base ist nicht so wirklich ersichtlich, wie wo das rein muss. Das finde ich recht locker. Das hängt so ein bisschen auf halb Achte, um es mal salopp auszudrücken. Dafür, wenn wir einmal hier sind, seht ihr jetzt hier noch den Helm und das Schild wiederum auch ein sehr, sehr schöner Verwitterungseffekt bei beiden. Die sind auch beide locker hier so aufgesetzt. Haben da so ein bisschen, jetzt habe ich es hier rausgenommen, sind so ein bisschen Ausschnitte dafür gedacht. Aber auch gerade hier seht ihr ja die Eindellungen von, die Dellen, Eindellungen, die Dellen und die Schlagspuren vom Kampf schon sehr, sehr, sehr cool. Die Details, wie gesagt, hier hinten noch mehr Köpfe, wie gesagt, es wird ein bisschen was halt von seinem Cape natürlich verdeckt, je nachdem, wie man es posiert. Ich habe das jetzt nur mal ganz grob gemacht. Ich werde es dann, wenn er an einem finalen Ort steht, dann sicherlich nochmal ein bisschen mehr modellieren, das Cape. Genau, wenn man hier sind, genau, wie ich sagte, das ist richtiges Kettenhemd hier, das ist auch super schwer. Also das ist schon massiv, wirklich hier handgeknüpft im Zweifel. Ich weiß nicht, ob es dafür mittlerweile Maschinen gibt, aber das ist schon wirklich cool. Genauso, wenn wir schon beim Thema cool sind, die Rüstungseffekte. Ne? Also generell die Rüstung, wie ihr seht, die Details vom Streitkolben über die Hände, Brustpanzer, alles drum und dran.
ist klasse. Also es ist auch wirklich so ein Verwitterungseffekt. Also auch, also die Modellierung ist schon so ein bisschen verwittert. Das sieht jetzt nicht so aus. Es ist nicht so platt und kühl, sondern das ist schon wirklich, wirkt schon so, als ob er schon einen Kampf gesehen hätte. Und hier oben zu ist natürlich dann der Helm, ist auch klasse, finde ich. Der hat, die Hand ist toll. Das ist das Wichtigste. Selbst auf dem kleinen Ring haben sie so ein bisschen die Ringgravur dargestellt. Also die Details sind wirklich bis ins Letzte schön, wirklich stimmig. Also mir gefällt die Farbe auch sehr gut. Wie ihr seht bei dem Kopf hier, bei meinem, da bin ich mir nicht ganz sicher, oder ich drehe jetzt nochmal. Wie ihr hier seht, die lange linke Spitze hier, die ist bei mir verbogen. Das da oben ist auch so ein bisschen kein Polyresin mehr. Das ist wieder so ein bisschen Plastematerial. Ich drehe es euch nochmal, dass ihr es richtig von der Seite seht. Ich bin mir halt nicht sicher. Von vorne sieht man es nicht. Ich weiß nicht, vielleicht, wenn ihr den selber zu Hause habt, könnt ihr bei euch mal nachschauen, ob das so ist, ob das vielleicht so sein soll. Weil von vorne ist es ganz stimmig. Man sieht es halt nur von der Seite. Ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, ob es halt irgendwie transportbedingt ist oder ob das jetzt ein Makel in dem Sinn ist. Ansonsten, wie gesagt, die Spitzen alle, wie gesagt, super cool. Wenn jetzt einmal, genau, wenn man einmal hier am seht auch, ich finde das Cape sehr schön, das ist so mehrschichtig, wie gesagt, sehr viele Drähte verbaut. Was wirklich spannend ist, da bin ich mir jetzt nicht sicher, durch die extreme Beleuchtung, ob ihr das seht. Auch da hat man so einen Verwitterungseffekt. Das ist natürlich hier wirklich dunkleres Schwarz und geht nach vorne hin, hat hier auch so einen Verwitterungsverfärbungseffekt. Nach unten, wo es halt schon mal geschliffen haben könnte, hier unten sieht man es auch sehr schön. Das ist schon wirklich cool. Ich habe es jetzt, wie gesagt, so ein kleines bisschen so gepostet, dass das dann quasi, als ob der Wind quasi von hier käme, so ein bisschen nach da. Wie gesagt, wenn er final steht, ich weiß noch nicht, ob ich ihn übrigens bewegt bekomme, weil er hat ja schon alles in allem über 30 Kilo, glaube ich, wie ihr seht. Aber er hat einfach nur eine unfassbare Ausstrahlung. Ne? Ich meine, das ist wirklich brachial, um es mal so auszudrücken. Also ich bin wirklich, ich sage oft, dass ich sprachlos bin, aber das ist halt schon nochmal, wenn man immer bedenkt, es ist Quarterscale. Ja, im Film ist Sauron in der Variante verdammt groß, aber es ist halt auch wirklich, die Base ist sehr groß und das ist halt schon wirklich ein richtig, richtig großer Junge. Also das ist schon klasse. Genau, und wenn wir da einmal dabei sind, jetzt dann halte ich jetzt auch mal das Maßband dran. Dann haben wir dann das auch gleich mal geklärt. Als erstes nochmal hier der lebensgroße Finger. Genau, das, das ist ja das Life-Size, um nochmal drauf einzugehen. 1:1 quasi und das 1:4. Genau, die Platte von dem ist in der Tiefe, hat die so 23 und in der Länge und in der Tiefe ist die so bei 18 cm. Der Finger selber ist bei um die 20 cm. Ich nehme es jetzt nochmal raus. Mal gucken, wir können da ganz kurz nochmal, ich glaube, es stand auch irgendwo, ich glaube, der macht auch Prime One direkt Werbung damit, wegen dem Durchmesser von dem Ring. Der ist bei 5 cm, also das müsst ihr euch mal überlegen, 5 cm, amtlich. So, ich stecke es bloß wieder zusammen. Ordnung muss sein. Ordnung ist das halbe Leben, wie es immer so schön hieß. Oder heißt, genau, so. Wo fangen wir an, wo ich mal auf bei dem Ausmessen? Ne? Ich würde jetzt erstmal nur quasi die Base ist natürlich das weiteste, sind in dem Fall natürlich hier von Spitze zu Spitze. Das ist mir jetzt durch den runden Aufbau von der Base nicht ganz einfach. Da sind wir halt schon bei 63, 64 cm so von der Spitze zur Spitze. Je nachdem, wie man halt das Cape noch posiert, kann es auch noch mal mehr oder weniger werden. Beziehungsweise von der Seite. Aber der Stein hier vorne steht ja auch noch so ein bisschen über. Wenn wir da jetzt von dem hinteren Spitze gehen bis zu dem vorderen Stein, sind wir sogar in einem Bereich von fast so um die 70 cm. Also da wird es noch größer. Nee, die Streitkolben ist nicht das Größte. Das passt. Also das ist so 70 so ausladen schon, je nachdem mit Cape plus minus. Dadurch, dass ja eine runde Basisplatte ist, ist das halt in alle Richtungen. Ja, hier drüben ist nicht so viel Überstand. Also sind schon die Spitzen hier quasi das weiteste. Also sind wir da so in dem Bereich von 64. Und die Höhe hatte, glaube ich, Prime One mit 1,10 Meter oder sowas angegeben. Ich muss mal gucken jetzt, dann haut das ungefähr so hin. Das müsste so grob hinter, ne? Da bin ich hier bei 1,8 Meter. Also das haut ungefähr hin. Für 1:4, wie gesagt, riesengroß. Ne? Also wirklich groß. Genau, und jetzt noch mal ganz kurz zu dem, was ich gerade schon ansprach. Ich habe diese Fotos gemacht, die blende ich jetzt mal ein. Zum einen, wie gesagt, von den Füßen. Es fällt jetzt hier, wie gesagt, ihr habt es ja beim Rundgang vielleicht auch schon gerade gesehen oder eben nicht gesehen. Es fällt nicht wirklich auf. Aber mir ist halt aufgefallen, dass der halt nicht richtig reingeht. Dementsprechend nicht bündig aufgestellt ist oder nicht bündig auf dem Stein steht. Wobei der Stein ja auch gar nicht so modelliert ist, dass da irgendwie eine ebene Fläche wäre, wo der ganze Fuß aufliegen kann. Also so ein bisschen auch wie bei dem Joker von Queen Studios. Das ist ja auch so ein bisschen das ähnliche Problem. Dann weiß ich nicht, kann ich euch mal kurz zeigen, das ist jetzt hier. Hier ist es relativ fest, also ist die Hand schon fest, aber was mich halt wirklich stört, ist, das habe ich euch auch ein Foto gemacht, ist halt hier, deshalb blende ich euch jetzt gerade mal das Foto ein, da sieht man halt, wenn man von der Seite guckt, sieht man da halt, dass das nicht richtig reingeht. Ich habe es auch beim Zusammenbau gemerkt, man muss hier nochmal, das Cape hat noch einen Druckknopf, wo man drüber legen muss, das kommt sich hier drüben total ins Gehege und
Das Problem ist hier auch vor allem, dass wie gesagt, dass das nicht richtig reingeht. Das passt nicht richtig rein. Also das steht ein bisschen raus. Man sieht halt auf dem Foto ja eben, wie gesagt, sieht man ja, wenn man hingeguckt, dass da quasi der Sockel rausguckt, wo es verbunden ist. Und hier, seht ihr das? Also hier, da muss ich nur so ganz kleines bisschen ranpuffen. Also der Magnet ist jetzt auch nicht der stärkste. Und gerade auch der hier mit der mit dem Streitkolben. Gerade der, wie gesagt, ist so murzmäßig. Ich weiß ja, dass Prime One starke Magneten machen kann. Und hier an der Base sind auch gerade der Magnet von den einzelnen Schwertern sind auch massiv so ausgerichtet. Die Teile, die aber viel halten, das hier ist auch nur gesteckt. Da habe ich jetzt auch keinen wirklichen Magnet gespürt. Zum Beispiel bei der Platte mit dem. Das ist ja hinten auch nochmal eins. Ach, das hat man jetzt gar nicht. Naja, ihr habt es ja trotzdem gesehen. Das ist so ähnlich wie das, nur in klein. Was wird das hier hinten vom Cape verdeckt? Das will ich jetzt auch nicht nochmal komplett abmachen und abfummeln. Ich habe da, wie gesagt, Angst gerade hier oben bei den Teilen, dass ich da was abmache. Also, ihr müsst mir dann schon glauben, dass das hinten der Rücken ist genauso schön gemacht wie hier vorne der Panzer. Das ist halt schon, ja, das ist halt das, wo ich sage, schauen wir mal, das ist ja halt wie mit den ganzen coolen neuen Statuen, welches cool, oder neuen, coolen, ja, aber nicht neuen, die Sache, ja, die Problematik, wie lange werden die Magnete alle durchhalten, ne? Aber das werden wir dann uns, da sprechen wir uns dann halt in 10, 20 Jahren, oder wenn hier das erste Mal der Arm runterfällt und mich nachts weckt, weil irgendwie ich denke, was sonst sowas los ist, dann werde ich es euch wissen lassen. Genau, das glaube ich alles, was ich euch sagen wollte, oder? Ich habe euch ja schon noch extremst jetzt hier mit Infos zugebombt. Ja, das war jetzt wirklich hier ein überschwänglicher. Ich weiß, ich bin doch jetzt gerade sprachlos. Ich habe, glaube ich, alles gesagt, deswegen, ich weiß gerade nicht mehr, was ich gerade noch dazu. Nee, es ist eigentlich alles gesagt. Ich weiß nicht, also ich, wie gesagt, ich bin ein bisschen eingeschüchtert. Also, so weit hoch musste ich noch nie gucken bei so einem Video, was ich mit euch hier gemacht habe. Und sehr eben, und er schubst mich halt auch hier, wenn er sich dreht. Klasse, oder? Also. Ich glaube, er ist auch ausverkauft mittlerweile. Die Waitlist bei Prime One ist offen. Mittlerweile sind die Preise extrem hochgegangen. Also schon alleine jetzt die Erstkäuferpreise sind ein paar hundert Euro mehr, als was ich als Vorbesteller von vor 2 Jahren bezahlt habe. Ist nicht billig, aber ist halt, wie gesagt, aktuell jetzt mit der aktuellen Preisentwicklung halt 500, 600 Euro billiger als hier so ein Batman zum Beispiel mittlerweile, ne? Also, boah. Also da müssen wir mal gucken, wie da die Preisentwicklung weitergeht. Deswegen mal schauen, was ich euch als nächstes zeigen werde oder kann oder möchte. Wie gesagt, weil das hatte ich auch schon in einem anderen Video Anfang des Jahres gesagt, bedingungslos hier immer jeglichen Preissteigerungsunsinnigkeitskapitalismus muss man auch nicht mitmachen. Wie auch immer, ich möchte jetzt gar nicht so negativ enden. Ich freue mich weiter über ihn. Werde ihn nochmal schön dann, wenn er am finalen Platz ist, nochmal schöne Fotos für euch bei Instagram machen. Für euch machen bei Instagram. Ja, ihr wisst schon, was ich meine. Wie gesagt. Genau, in diesem Sinne, vielen Dank wie immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wenn ihr Fragen habt, schießt los. Ansonsten, ja, wir sehen uns demnächst. Mal schauen, was ich euch als nächstes zeige. Wie gesagt, was ihr reinschneidet, was ich mir gönne, was auch immer, wie auch immer, wo auch immer. Bleibt gesund, lasst es euch gut gehen und bis zum nächsten Mal.